Jnanasana wird als Flugzeug bezeichnet oder als Vogel bezeichnet. Bei Yoga Vidya bezeichnen wir Jnanasana auch als Shalabhasana, Variation der Heuschrecke. Jnana heißt wörtlich Reisen und Jnanasana könnte man auch sagen, ist die Reisestellung eines Vogels im Himmel. Ausgangsposition ist die Bauchlage und von der Bauchlage ausgehend gib die Arme zur Seite und hebe die Beine hoch. Und so bist du jetzt wie ein Vogel, der eine Reise macht am Himmel, weit ist. Jnanasana stärkt Gesäßmuskeln, die Muskeln des unteren und mittleren Rückens. Und wenn du dich bemühst, die Schultern gut zusammenzubringen, stärkt es auch die Muskeln zwischen den Schulterblättern und den oberen bzw. oberen hinteren Strang der Delta-Muskeln.